Und damit herzlich hallo zu Weihnachtskalendertürchen Nummer 7. Heute mit Sarah's Cooking Class, mal eine etwas andere Art an Weihnachtsspiel. Wenn ihr das unten in der Verlinkung aufruft, solltet ihr darauf achten, dass ihr hier unten die Sprache Deutsch einstellt. Ich habe es beim Testen nicht gemacht, von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass das passiert, was ich denke. Was passiert, wenn man es macht? So, was ist Sarah's Cooking Class? Das ist im Prinzip so ein kleiner Kochkurs. Für Leute, die sich noch ein bisschen Appetit aufs Weihnachtsfest machen wollen und noch nicht so richtig wissen, was sie denn für Essen machen wollen. Und in diesem Spiel geht es halt darum, das Essen zu kochen. Und wer sich dann, naja, wie soll ich sagen, etwas kreativ verhält, der kann diese Rezepte auch wirklich in echt nachkochen. Meinetwegen das hier als Anleitung nebenbei laufen lassen. Was machen wir denn? In meiner Testrunde habe ich doppelt gebackene Kartoffeln gemacht. Mache ich die wieder oder nicht? Na, mal gucken. Wir starten jetzt und wenn das weniger als 5 Minuten dauert, machen wir die auch noch. Aber ich mache jetzt erstmal Pute. Das kenne ich nämlich noch nicht. So! Was brauchen wir? Läuft schon irgendwas? Mal Kühlschrank auf. Was brauchen wir denn da? Geräucherter Schinken ist etwas, das wir brauchen. Gehackte Zwiebeln. Sehr schön. Tür wieder zu. Oder auch nicht. So, und Butter. Butter ist auch immer wichtig in diesen Rezepten. Die Pfanne habe ich hier gesehen. Die kommt da so hin. Dann, was denn haben wir hier? Putenleber. Naja, wenn es sein muss. Tür wieder zu und der Holzlöffel. So, vorheizen auf 220 Grad den Ofen. Sehr schön. So, jetzt die Pfanne auf das Ding und das Ding andrehen. Zzt. Ja, okay. Mittlere Hitze, nehme ich an, soll das heißen. So, jetzt die Butter in Stücken in die Pfanne. Yay, denn nur so geht das richtig. Zwiebeln anbraten. Alles easy bis hierhin. Schinkenwürfel auch anbraten. Und ich nehme an, die Leber auch anbraten. Die Leber auch anbraten. Sehr schön. So, und jetzt mit dem Holzlöffel gut vermengen. Herrliche Musik. Oh, hat jetzt wer aufgepasst, wie viele Minuten das gedauert hat? Oh, nach so und so 4 Minuten nochmal rühren. Verstehe. So, und jetzt wieder ausschalten. Cool, jetzt brauche ich eine leere Schüssel. Die habe ich zufällig hier gesehen. Und muss mit dem Löffel das Zeug aus der Pfanne in die Schüssel heben. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. So, jetzt haben wir ein bisschen Füllung, glaube ich, ist das. Was brauche ich jetzt? Ich brauche gehackte frische Petersilie. Das ist nicht die Petersilie, die wir gesucht haben. Ah, Thymian brauchen wir natürlich. Thymian und Petersilie kann jeder auseinanderhalten. So, was ist Salz? Salz, 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 Salz. Salz ist hier oben. Was war das hier eigentlich? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Man muss schon drauf aufpassen, wenn man hier... So... Grine Marcis? Kenne ich nicht. Oder Marquise? Ah, jetzt kommt die Petersilie raus. Hätten wir auch schon früher raushauen können. Du hab dich mal nicht so, Spiel. Aha, gekocht. Auch noch nie mitgekocht mit gekochten Esskastanien. So, was ist das hier? Andere Tür, das ist Pfeffer. Sieht ein bisschen aus wie Sojasauce, aber okay, Pfeffer. So, die Kastanien noch da rein. Ich vermute, das ist das Zeug hier. Genau, das ist die Petersilie. Und jetzt der Thymian. Spannend, was haben wir hier eigentlich? Schon wieder vergessen, was das war. Muss man sich natürlich mitschreiben. Obwohl, ich glaube, es gibt auch Rezeptübersichten am Ende. So, ein bisschen Salze. Ein bisschen Pfeffer. Und rühren! Bis die Schüssel bricht. Très bien. So, jetzt müssen wir das Viechchen aus dem Kühlschrank holen. Und wahrscheinlich mit dem Zeug füllen. Da fehlt wahrscheinlich noch der ganze Punkt, wie man das Ding aushöhlt, aber dazu gibt es ja eine andere Seite. Das muss man ja hier nicht in dem Spiel. Das wird ja die Laune trüben, wenn man hier Vögel aushüllt. Vielleicht auch noch die ganze Gans rupft. So, noch ein Stück Butter. Habe ich das hier irgendwo? Da ist noch ein Stück Butter. Und der Frühstücksspeck. Frühstücksspeck auch ganz wichtig. Was ist das hier? Aha, Küchenschnüre. Kann man wahrscheinlich auch nochmal einen Bindfaden benutzen. Aha. Gespreizten Beine zusammenschränken und dann zusammenbinden, nehme ich an, soll das heißen. Genau. Jetzt mit Butter das ganze Viech einschmieren. Pfeffern. Salzen. Und mit Schinkerbelege. Oh, ist schon krass. So, was haben wir hier? Aha, eine Backform. Nehmen wir an, ja doch, zumachen. Dann den Ofen auf, der mittlerweile richtig heiß sein müsste, weil er ja vorgeheizt wurde irgendwann am Anfang. Tür zu und das Ganze über 40 Minuten bubbeln lassen. Temperatur auf 100 Dings senken und dann nochmal für 3,5 Stunden. Okay. On.
und wieder raus. Jetzt brauchen wir das Werkzeug hier oben. Was ist das? Eine Küchenzange. Hätte man auch drauf kommen können. Und einen Löffel. Und die Teller nicht zu vergessen. Teller. So, jetzt muss ich das wieder aufmachen. Das sieht ja schon fast lecker aus. Aha, der Speck da raus. Aha. Das Ganze mit Bratensoße übertümpeln. Wieder zumachen. Wieder auf 220 vorheizen. Und offen diesmal in den Ofen. Nochmal 40 Minuten. Also ihr kocht eine Weile an so einem Vogel. Möchte ich schon mal vorwarnen. So, und da sieht er schon ganz cool aus. Jetzt haben wir hier Servierteller. Den müssen wir natürlich auch vorbereiten. So, herrlich. Meine Pute ist fertig. Du kochst und backst gern. Bei uns warten eine ganze Welt wunderbare Rezepte auf dich. Meine Punkte, 940. Ja, nicht ganz 1000, aber was will man machen? So, mehr Rezepte. Machen wir noch ein anderes? Ja, komm, wir machen noch ein anderes. Wir machen jetzt noch die gebackenen Kartoffeln. Backofen vorheizen auf 190. Wir brauchen die Kartoffeln. Tüfteln. Tüfteln. Die tüfteln. Tüfteln. Tüfteln, tüfteln, tüfteln. Und dazu das Zeug. Geschmolzene Butter? Nein, wir brauchen Olivenöl. Das ist so offensichtlich zu unterscheiden. So, das Zeug jetzt mit dem Olivenöl einstreichen, nehme ich an. Genau, Kartoffel für Kartoffel. Also Kartoffeln auf Backblech legen und mit Olivenöl einschmieren. Très bien. Und das ganze Seite? Selten. Wunderprächtig. Was müssen wir jetzt machen? Achso, Kartoffeln wenden. Und nochmal mit Olivenöl einstreichen. Und einstreichen. Und einstreichen. Und salzen. Wunderbar. So, Ding auf, Zeug rein, Klappe zu, eine Stunde lang kochen lassen. Oder backen, je nachdem. Du, 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 du. Raus mit dem Zeug, rauf auf das Ding. Abkühlen lassen. So, ich habe gewartet. Temperatur senken auf 180, kriegen wir hin. So, jetzt brauchen wir ein Messer. Das Ding nennt sich auch Schüssel und ein Löffel. So, jetzt die Kartoffeln halbieren und mit dem Löffel aushöhlen. Müsst ihr aufpassen, dass ihr die Schale dabei nicht zu sehr verletzt. Das ist dann nämlich dumm, wenn man gefüllte Kartoffeln machen will und dabei die Füllung überall rausläuft. Das ist suboptimal, möchte ich fast sagen. So, den Kartoffelbrei, den haben wir jetzt hier in der Schale. Ich weiß, das ist kein Kartoffelbrei, aber sagt dazu jetzt einfach mal Kartoffelbrei. So, Frühlingszwiebeln brauchen wir gerade nicht. Falsche Seite geöffnet. Wir brauchen gehacktes Basilikum, frische Petersilie und saure Sahne. Das Ganze zu. So, was brauchen wir jetzt? Das ist bestimmt die Butter, die wir jetzt brauchen. Genau, die Butter und die Milch. Milch, Milch haben wir hier. So, saure Sahne zum Kartoffelbrei. Oder sagen lieber Kartoffelmatsch, weil es ja noch kein Kartoffelbrei. Milch dazu, jetzt wird es allmählich Kartoffelbrei. Die Butter. Grünzeug 1. Grünzeug 2. Das ganze Geschirr wegschmeißen und einen Löffel nehmen. Erstmal Löffel da hinlegen und das andere Grünzeug aus dem Schrank nehmen. Oh, noch mehr Grünzeug aus dem Schrank. Was haben wir hier? Das Zeugs. Kippen. Kippen. Rühren. Wunderprächtig. So, jetzt Backspray. Man kann auch einfach nur einfetten, würde ich behaupten. Aber wenn ihr Backspray habt, dann könnt ihr auch Backspray benutzen. Damit die Innenseiten der Kartoffeln einschmieren. Oder halt mit so ein bisschen Butter einreiben. Und dann die einzelnen Kartoffeln mit dem Matsch befüllen. Sollte nicht so schwer sein. Stelle ich mir jedenfalls leichter vor, als so eine Pute zu befüllen. So. Sehr schön. Wir können noch mehr Zeug aus dem Schrank nehmen. Und zwar hier die Tomaten. Ich glaube, es waren Tomaten. Und der Käse. Und der Löffel. Ein anderer Löffel ist das diesmal. So, jetzt müssen wir uns die Tomaten nehmen, einmal verstreuen und nochmal nehmen, verstreuen und nochmal nehmen und verstreuen und nochmal nehmen und verstreuen. Also Kartoffeln sind natürlich, was das angeht, eine Menge mehr Arbeit, weil man halt wirklich sich jeder einzelne Kartoffel einzeln widmen muss. So, der gleiche Löffel auch für den Käse. 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 Sehr schön. Zeug auf, Kartoffeln rein, Klappe zu. Und 10 Minuten lang waren das jetzt, glaube ich. Und wieder raus, das Zeug. Vollständig abkühlen lassen. Können wir noch rausstellen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht von Vögeln weggenommen wird. So, okay. Die Kartoffeln jetzt alle schön drapieren auf dem Ding hier. Weil es soll ja auch hübsch aussehen. Also legen wir eine kleine Blume. Zumindest eine Halbblume.
und klatschen uns haufenweise Zeus darauf. Tada, fertig sind eure doppelt gebackenen Kartoffeln. Meine Punkte, 1030, 5 Sterne Koch. Ha! Siehste mal, liegt daran, weil ich das schon mal in der Vorbereitung geübt habe. So, wie gesagt, im Link unten findet ihr den Weg dazu. Und dazu gibt es auch noch zwei andere Dinge. Das ist einmal Sarahs Snack Cooking Class und dann gibt es noch Sarahs Biscuit Cooking Class. Die werde ich auch unten verlinken. Das sind nochmal Rezepte für halt andere Sachen. Die fand ich aber nicht so geil wie das hier. Also habe ich jetzt nur mal das vorgestellt. So, wir sehen uns morgen im 8. Türchen wieder. Und ich würde mal sagen, bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao.